Offenheit hat Grenzen. Und darauf möchte ich natürlich auch kurz zu sprechen kommen. Wir haben einerseits so etwas wie legitime Staatsinteressen. Ich sehe ein, also so Pirat bin ich dann doch nicht, dass ich sage, alles muss offen, alles. Kriegsgeheimnis, alles. Wir haben natürlich etwas, wo es dem Gemeinwohl dient, wenn bestimmte Sachen nicht öffentlich sind. Und da muss ich mich aber mit einer Bitte einfach an Sie wenden. Wir brauchen Definitionen davon, was offen sein muss und was nicht offen sein darf. Diese Grenze ist meiner Meinung nach im Moment noch zu weit in Richtung im Zweifel geschlossen. Wir müssen mehr offenlegen. Und ich denke, das würde auch helfen. Ich denke, die Gesellschaft ist reif dafür. Das andere ist natürlich der Datenschutz. An der Stelle, wo persönliche Informationen enthalten sind, brauche ich auch keine Verträge, die offengelegt werden. Oder zumindest nicht in vollem Ausmaß. Allerdings ist es auch ein Problem, wo fängt der Datenschutz an und wo hört die Transparenz auf? Wo können wir uns diese Grenze leisten? Auch hier müssen wir abwägen und wir müssen aber mit einem zeitgemäßen Blick abwägen. Ich habe im Moment in der Partei ein konkretes Problem darüber. Wir haben ein System, das uns ermöglicht, Demokratie, liquide Demokratie online umzusetzen. Das heißt, Online-Abstimmungen zu Themen hat. Und da sind wir gerade mitten in einer riesen Diskussion darüber, ob es eigentlich okay ist, unter realen Namen, dass man zwingt, die Leute unter realen Namen abzustimmen. Weil die einen sagen, ja natürlich, ihr seid Politiker, ihr stimmt hier über politische Sachen ab, also Transparenz. Die anderen sagen, nee, wir sind aber nur Mitglieder einer Partei und keine Politiker und wir möchten unsere Meinung in Ruhe sagen, ohne unter Druck zu geraten, öffentlich. Datenschutz. Das ist ein Streit, den wir selbst nicht gelöst haben. Wir müssen also eine rechtliche Definition finden, wer ist eigentlich Politiker? Wer ist eigentlich zur Transparenz verpflichtet und wer muss geschützt werden? Datenschutz lässt sich aber auch vielleicht leichter umsetzen, wenn wir mehr Offenheit haben. Wenn wir uns Beispiele ansehen wie Facebook. Es ist schon ein Unterschied, ob ich dort ellenlange AGB habe. Ich habe mal versucht, sie zu lesen und es ging nicht sehr gut, weil sogar ich verstehe nicht alles, was da steht. Und das andere ist natürlich, wenn wir offen wären, dann hätte man halt so ein Icon, verkauft ihre Daten an den Teufel und dann kann man sagen, ja, nein. Aber das größte Problem, das wir haben für Offenheit, das ist Gesellschaft. Und die Gesellschaft steht sich wie immer selbst im Weg. Da gibt es halt eine Reihe von Komplikationen, weil die Gesellschaft noch gar nicht auf Offenheit eingestellt ist. Ich zeige das mal an so einer Grafik. Ein Politiker hat ein Ziel. Das Ziel kann gemeinschaftsförderlich sein. Das ist sogar oft so, sage ich mal optimistisch. Zu diesem Ziel führt ein Weg und irgendwo auf diesem Weg haben wir dieses Transparenzgebot. Das heißt, der Weg soll ja transparent gemacht werden. Und an der Stelle, wo er aber transparent gemacht wird und von einem wütenden Mob begleitet wird, der das Ganze kommentiert und jeden Schritt kritisiert und dann gibt es Drohanrufe und Shitstorms und wir haben das parteiintern alles durchlebt. Das ist nicht schön. Wählt der Politiker natürlich einen Weg außenrum. Das heißt, der Politiker ist sozusagen verleitet, menschlich dazu verleitet, Gesetzeslücken zu nutzen. Und das ist nämlich das Problem mit der Transparenz, weswegen ich diesen Begriff halt gerne durch den Begriff der Offenheit ersetzen wollte. Und Offenheit kommt halt erst zustande, wenn auf diesem Weg eben kein wütender Mob, sondern besonnen hinhörende Menschen sind, die ihre Kritik in konstruktiver Weise veräußern. Und das ist was rein Zwischenmenschliches, das können Sie mit keinem Gesetz durchdrücken. Die aber damit rechnen, dass der Politiker auch auf sie hört. Und das ist die Voraussetzung. Das heißt, wenn sie damit rechnen, meine Stimme wird gehört, muss ich nicht so laut schreien. Und das führt dann hoffentlich dazu, dass der Politiker tatsächlich den Weg einschlägt, von dem er auch sagt, dass er ihn einschlägt. Ich fasse nochmal so gesellschaftliche Voraussetzungen für Transparenz zusammen, die ich gesammelt habe. Und das erste ist natürlich Bildung. Das kann ich nicht oft genug betonen, das ist eines der zentralsten Ziele unserer Partei. Keine Demokratie dieser Welt wird funktionieren, wenn die Menschen nicht gebildet sind und nicht zumindest grundlegende, moderne Bildung erhalten. Das heißt, die Schulsysteme müssen reformiert werden und natürlich politisches Interesse. Eben offenes und besonderes Zuhören und konstruktive Kritik und auch das Verzeihen von Fehlern. Also wenn ich heute die eine Meinung habe und dann schreien mich alle an und sagen, Moment, du bist aber total im Unrecht, dann sage ich, okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, dann sollten Leute das auch akzeptieren. Ne? Also die Legitimität von Meinungsänderungen. Und wir brauchen Grenzen, die festgelegt sind. Das heißt,
wer ist Bürger, wer ist Politiker. Was muss öffentlich gemacht werden, was wird geschützt durch Nichtwissen. Denn Datenschutz ist ja auch, lässt ja auch Privatheit zu. Warum machen wir den Scheiß eigentlich? Ich glaube, dass viele Politiker und auch viele Wissenschaftler vergessen haben, wozu sie ihr Gebiet betreiben. Politik ist eigentlich nur dafür da, dass Leute miteinander leben können, in einer Gesellschaft. Und wenn wir uns diese Frage stellen, wie funktioniert das eigentlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, dann kommen wir sehr schnell zu den richtigen Antworten. Aber ich fürchte, dass sich viele Leute so sehr in Detailwissen, in Spezialgebiete vertieft haben, dass sie vielleicht diesen Überblick verloren haben. Diese Gesellschaft funktioniert, wenn jeder Verantwortung tragen kann. Und dafür ist schließlich Offenheit gut. Wenn jeder Verantwortung für sich trägt, muss der Staat sie nicht tragen. Das heißt, wir laufen nicht Gefahr, in eine Diktatur zu geraten, wir laufen nicht Gefahr, in ein faschistisches Regime zu geraten oder in kirchlicher Hand oder sonst wohin, sondern wir sind freie Menschen, die sich selbst entscheiden, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. Und deswegen möchte ich einfach, dass Sie sich vielleicht auch Gedanken machen, wie setzen wir das um, weil wir jetzt auf der Schwelle von etwas riesigem Neuem stehen. Und ich verstehe das noch nicht. Ich weiß noch nicht, was jetzt kommt, aber ich weiß, die Politik, die in 10 Jahren kommt oder die in 20 Jahren kommt, wird sich grundlegend von dem unterscheiden, was wir bisher hatten. Und das stellt besondere Herausforderungen auch an Sie, die Sie sich mit diesen neuen Möglichkeiten und diesen neuen Gefahren befassen. Denn ganz ehrlich, die Piraten sind nicht da, um die Welt heile zu machen und Einhörner überall anzusiedeln, sondern wir machen neue Probleme. Wir lösen alte Probleme und wir machen neue Probleme. Aber wir machen zeitgemäß Probleme. Und wir sollten zusammen über diese Probleme nachdenken. Und insofern bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde gerne Feedback, Fragen und so weiter jetzt beantworten. Frau Weißband, Sie sind Psychologin und in Ihrer Keynote haben Sie selber gesagt, möglicherweise ist die Gesellschaft noch gar nicht bereit dazu für dieses Modell, was Sie entworfen haben. Ich erinnere mich aus meiner Schulzeit, dass wir da im Biologieunterricht anhand der Hühner die Hackordnung durchgenommen haben. Ich fürchte, es ist vielleicht viel tiefer liegend als die heutige Gesellschaft. Vielleicht ist es die menschliche Natur, die dazu führt, dass einer versucht, sich über den anderen aufzuschwingen. Und das klappt halt am besten, indem man Informationen vorenthält. Es gab mal eine Zeit, da war es die menschliche Natur, auf Bäume zu klettern und Bananen zu essen. Es gab mal eine Zeit, da war es die menschliche Natur, Säuglinge unter die Decke zu hängen, damit sie nicht stören. Und dann hat man sie da manchmal vergessen und verhungern lassen. Das war das 17. Jahrhundert übrigens. Die menschliche Natur verändert sich. Und die menschliche Gesellschaft prägt diese Natur so viel stärker, als wir glauben. Das menschliche Gehirn ist unglaublich plastisch. Wir können uns anpassen. Und auch unsere Instinkte sind gar nicht so stark ausgeprägt, wie wir glauben. Sondern wir unterstützen sie einfach durch die Sozialisation. Das ist bei dem Unterschied zwischen Männern und Frauen so. Das ist aber auch zum Beispiel bei der gewissen Hackordnung so. Und ich spreche ja auch nicht von vollkommener Abwesenheit von Hierarchie. Ich sage nur, dass die Hierarchie flacher werden soll. Und hier haben wir einfach ein Problem, das man angehen muss von allen Seiten gleichzeitig. Und das ist das Knifflige an dem Problem. Der Politiker kann ja nicht offen sein, solange er von der Bevölkerung unter Druck gesetzt wird und von den Medien. Jedes Wort von ihm wird skandalisiert. Andererseits kann aber auch die Bevölkerung nicht davon ablassen, solange der Politiker nicht offen ist. Das heißt, wir müssen beide gleichzeitig ansetzen. Und ich als Politiker sage einfach, okay, ich gebe euch den Vertrauensvorschuss, ich mache den ersten Schritt. Und wenn die Bevölkerung das dann auch sagt und die Medien das auch sagen, dann funktioniert das. Wir können das ändern, daran glaube ich. Vielleicht bin ich im Unrecht, aber dann scheitert es halt. Ja. Ich kann ganz viel von dem, was Sie uns über Transparenz gesagt haben, sozusagen dann als Verfassungsrechtler dann verbinden mit vielen Sachen, die wir vielleicht dann komplizierter ausdrücken würden, wenn wir unter uns sind. Gehe aber viel sozusagen mit aus einer verfassungsrechtlichen und verfassungspolitischen Sache, möchte aber trotzdem eine Rückfrage stellen zu dem der Kategorie oder dem Begriff des Politikers. Weil wir sozusagen als Juristen eher vielleicht gewöhnt sind, Transparenz zu beziehen auf Institutionen oder auf bestimmte soziale Zusammenhänge. Und ich finde die Idee sehr spannend, sozusagen diesen Politiker herauszustellen als jemand, der als Person, damit er vertrauenswürdig sein kann, transparent sein soll. Ich möchte aber trotzdem, weil das zumindest am Ende in so einen Schlenker kam, dass wir dann auch rechtliche Regeln dafür brauchen, natürlich nachfragen, wie wir diesen Politiker stärker konturieren können. Denn natürlich wäre es ja zu meinem Verständnis ja schon angebracht zu sagen, auch dieser Politiker hat
bestimmte Bereiche, die nicht transparent sein müssen. Und wir können nicht verlangen, von jedem, der in die Politik geht, sozusagen sein gesamtes Leben offen zu halten. Und es mag jetzt anders als Sie halt auch Leute geben, die Elefanten malen möchten, ohne dass man das hinterher auf YouTube sieht. Ja, also Frage, also wie konturieren wir rechtlich gesehen diese Rolle dieses Politikers so präzise, dass wir hinterher dann auch rechtliche Rechtsfolgen dranhängen können? Denn wenn wir das nicht können, dann verbleibt es ein bisschen in diesem sehr wünschenswerten, aber eben doch Appell an gesellschaftlichen Fortschritt. Und wir können es sozusagen wenig verknüpfen mit dem, was wir machen. Und daran anschließend vielleicht eine kurze Frage, dann doch wieder in diese gesellschaftliche Dimension, wenn wir über Transparenz reden, dann müssen wir, glaube ich, unsere Einstellung dazu verändern, wie wir mit Devianz, also mit abweichendem Verhalten umgehen. Denn je transparenter wir werden, desto mehr wird es dazu kommen, dass wir viel mehr über andere Leute wissen, was nicht in den Bereich fällt, der vielleicht rechtlich unzulässig oder sogar strafbar ist, sondern einfach die soziale Buntheit öffentlich macht, die es vielleicht schon immer gegeben hat, die wir aber nicht so wahrgenommen haben, wo aber Gesellschaft, und das wäre jetzt meine Frage, vielleicht nicht bereit ist, diese Buntheit heute anzunehmen, sondern die Reaktion eben eher so die ist wie bei Ihnen mit den Medikamenten, dass dann, wenn es ein Verhalten, was weder strafbar noch irgendwie rechtlich unzulässig ist oder so, aber eben doch drüber herfällt über diese einzelnen Leute. Und die Frage dann doch, das schließt vielleicht an den Vorredner ein bisschen an, ob das nicht doch unter den aktuellen Gegebenheiten die Leute ja abschreckt, von diesen Möglichkeiten wahrzunehmen. Ja, danke für die Fragen. Das sind zwei tatsächlich sehr gute Fragen. Ich fange mal mit dem Politiker an. Also erstens, wer ist überhaupt Politiker? Für wen müssen diese Fragen beantwortet werden? Nach meinem Verständnis ist der Politiker derjenige, der gewählt wurde. Ganz einfach aus der Logik heraus, dass Wähler ja ein Stück ihrer Macht abgeben, die bekommt der Politiker. Und weil er diese Macht hat, ist er sozusagen auch den Leuten dann verpflichtet mit der Transparenz. Also das heißt, ich bin erst Politiker in dem Moment, wo ich tatsächlich irgendeine Art von Amt innehabe. Wie viel gebe ich dann von mir preis? Das würde ich sehr gerne dem Politiker überlassen, solange es halt nicht unmittelbar seine Politik betrifft. Also Politik, Abstimmungen, Wissen, Geld muss er alles offenlegen. Das sollte auf jeden Fall festgelegt werden. Der Rest, den sehe ich freiwillig, denn Privatsphäre braucht jeder. Ich gebe meine Privatsphäre, das sage ich auch ganz klar, freiwillig auf. Ich mache das nicht, weil ich das von jedem anderen auch in der Form erwarte, sondern ich mache das einfach, um zu zeigen, dass es geht und vielleicht den einen oder anderen dazu anzuregen. Aber natürlich ist der Politiker auch Mensch und niemand ist gezwungen, seine sexuellen Vorlieben oder wo er mit seinem Kind im Park spazieren geht, offenzulegen. Das auf keinen Fall. Ich ermuntere einfach dazu, ein bisschen mehr von sich freizugeben. Das ist eine freiwillige Leistung. Das heißt, wir müssen einfach nur definieren, was unmittelbar Politik betrifft und was nicht. Also zum Beispiel Nebeneinkünfte und so weiter, was im Moment noch so Graubereiche sind. Wow, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas Unkompetentes gesagt, aber egal. Und das Zweite ist, zweite Frage lief auf, wir wollen das lieber nicht wissen unter Umständen. Das stimmt, es wird eine Diversität aufdecken, wenn Leute generell offener miteinander umgehen. Und ich rede jetzt nicht nur von Politikern, ich rede von allen Menschen. Was ja im Moment auch schon der Fall ist, wir haben im Moment Probleme, die damit verbunden sind, dass viele Menschen viele Informationen zum Beispiel auf Facebook von sich stellen und damit konfrontiert werden, dass andere das sehen. Zum Beispiel wird ganz, ganz oft gebracht im Datenschutz, ja, aber dann sieht ja mein Arbeitgeber meine betrunkenen Sauffotos. Also natürlich stellt jeder seine Sauffotos freiwillig online, obwohl das Problem zu lösen ist, wie wir damit umgehen, dass mein Freund sie online stellt und mich da gar nicht drauf markiert und ich weiß gar nicht, dass sie da stehen. Das ist was anderes. Aber wenn ich sie reinstelle, trage ich sozusagen die Verantwortung dafür, dass ich eventuell nicht eingestellt werde. Aber wenn ich diese Logik mal fortführe und mir vorstelle, alle tun das. Jeder, der trinkt am Wochenende, stellt seine Sauffotos auf Facebook. Ich glaube, das sind viele. Ich hänge mich mal hier aus dem Fenster. Stellen Sie sich den Arbeitgeber vor, der keinen davon einstellt, nur weil diese Fotos da sind. Die Firma geht doch unter, denen gehen doch total viele kompetente Leute durch die Lappen. Und die Konkurrenz, die diese Leute trotzdem einstellt, hat natürlich einen klaren Vorteil dadurch. Das heißt, über kurz oder lang glaube ich bei diesen Sachen an einen Selbstregulierungsmechanismus der Gesellschaft, ähnlich wie wir ihn zum Beispiel in der Akzeptanz von Homosexuellen erleben, seit immer mehr Homosexuelle sich outen. Als es noch wenige waren, hat man noch geguckt und mit dem Finger gezeigt. Heutzutage lebe zumindest ich in einer Welt, wo das völlig normal und völlig natürlich ist und jemand sagt, ich bin homosexuell und alle sagen, na und. Ich glaube also, das wird sich selbst regulieren, weil die Gesellschaft wendet Aufmerksamkeit ja nur auf das Ungewöhnliche.